Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder mal meinen monatlichen DM-Haul und da wünsche ich euch ganz Spaß dabei. Und dann beginne ich mal mit einer Produktneuheit aus der Drogerie und zwar von Garnier Skin Active. Die haben ganz viele neue Produkte rausgebracht mit sehr vielen natürlichen Inhaltsstoffen. Und ja, da gibt es verschiedene Sachen für verschiedene Hauttypen. Ich habe mich jetzt mal für dieses Waschgel für normale bis Mischhaut entschieden. Das ist das mit Aloe Vera und da gibt es auch noch was mit Blütenhonig für trockene Haut und Rosenextrakt und so weiter für andere verschiedene Hauttypen. Aber ich habe mich einfach mal für dieses Waschgel hier entschieden und muss sagen, dass es schon eher die Haut austrocknet. Also am Anfang war mir das gar nicht so bewusst, aber nach dem dritten, vierten Mal habe ich gemerkt, oh doch, die Haut spannt ein bisschen, es ist nicht ganz so angenehm. Aber interessanterweise hat es die Haut sehr lange mattiert. Und ja, alle, die ölige und Mischhaut haben, die wissen wahrscheinlich, dass wenn man aggressivere Waschgele benutzt, dass die Haut dann erst recht nachölt und dass man doch eher auf sanftere Sachen zurückgreifen sollte. Und das ist es ja auch, also es hat sehr viel natürlich Inhaltsstoffe, aber dieses komische Gefühl zwischen, es trocknet die Haut dann doch zu sehr aus irgendwie, aber die Haut fettet nicht, ist irgendwie ganz interessant. Also so hatte ich das auch noch nie und ja, finde es eigentlich ganz gut soweit, nur macht mir das ein bisschen Sorgen, dass die Haut so trocken erscheint. Also irgendwie, es geht nach ein paar Minuten weg, aber ein komisches Gefühl ist es trotzdem noch. Ein paar Tage später habe ich mir dann gedacht, da gab es doch so ein feuchtigkeitsspendendes Gel und so, auch aus dieser Reihe dazu. Probierst du mal das noch danach aus, vielleicht ist es genau das, was die Haut danach braucht und es passt ja dazu aus der Reihe. Deswegen benutze das mal und habe mir das eben besorgt. Und das ist auch aus dieser Aloe-Reihe, gibt es natürlich auch wieder passend zu jeder Gesichtspflege. Und ich muss sagen, es zieht sehr schnell ein, es ist wirklich angenehm, aber man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig. Also darauf muss man achten, dass man sehr, sehr wenig nur nimmt, weil es doch sonst ein bisschen zu reichhaltig ist. Und es zieht sehr schön ein, muss ich sagen. Allerdings kommt dann doch nach ein paar Stunden so ein bisschen fettigere Haut wieder hervor. Deswegen, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht mein absolutes neues Must-Have. Ich bin noch dabei, es ein bisschen mehr auszuprobieren, wie genau ich dosieren muss, was ich genau mache und so, aber ja, im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht. Dann habe ich zwei Sachen wieder nachgekauft, die ich gebraucht habe. Zum einen diese Wattepads aus der Nature-Reihe. Mittlerweile kaufe ich diese beiden Produkte nur noch aus dieser Nature-Reihe, auch diese Wattestäbchen hier, weil die einfach besser für die Umwelt sind und wenn wir eh schon so viel Zeug immer wieder brauchen zum Abschminken und Reinigen und so weiter, dann kann man wenigstens versuchen, das so ökologisch abbaubar mäßig zu machen, wie es nur geht. Und deswegen habe ich diese hier von Ebelin gekauft. Die unterstützen auch den WWF ein bisschen. Und hier die Wattestäbchen. Komischerweise steht das hier nicht drauf mit dem WWF. Also wundert mich, weil warum da und nicht dort? Aber okay. Die fusseln auch weniger. Ich finde die wirklich sehr gut. Gerade wenn ihr Mascara-Patzer habt oder so. Die sind wirklich 1A. Also ich kann die euch nur sehr empfehlen. Und ja, man kann ein bisschen für die Umwelt was Gutes tun. Und deswegen kaufe ich diese Produkte hier. Dann hatte ich auch mal wieder Lust, einen neuen Hitzeschutz aus der Drogerie auszuprobieren. Und bin dann durch Zufall auf dieses Garnier Wahre Schätze Spray gestoßen. Das ist die sanfte Hafermilch. Und auch so mit Hitzeschutz, das steht hier auch oben drauf. Und habe gedacht, oh, das sieht ganz schön aus, das nimmst du mal mit. Und ich muss sagen, ich bin super enttäuscht davon. Also wirklich, es ist mit das Schlechteste, was ich je für meine Haare gekauft habe. Die Haare sind ganz, ganz komisch danach, so richtig, wie soll ich sagen, so störrisch, als auch wenn man sich durch die Haare fährt. Das ist ganz seltsam, das Gefühl. Und wenn man die Haare damit glättet, dann ist ganz vorbei. Also das stockt richtig mit dem Glätteisen, ganz, ganz schlimm. Fühlt sich sehr schädigend dadurch an und gibt auch kein schönes Finish oder so. Und was mir erst später aufgefallen ist, da steht hier extra groß drauf, also wirklich mit dickerer Schrift auch noch markiert, dass man es nur ins feuchte Haar sprühen soll. Und da steht wirklich der Satz, nicht auf trockenem Haar anwenden. Warum? Warum darf ich Hitzeschutz nicht auch aufs trockene Haar anwenden und dann irgendwie einwirken lassen und dann später mit dem Glätteisen drüber oder so? Darf ich nicht. Ich darf es nur ins nasse Haar machen. Also, hä?
ganz, ganz komisch. Also das kam mir dann auch schon so seltsam vor, aber ja. Also auch im nassen Haar ist es nichts Gescheites und im trockenen habe ich es dann erst gar nicht richtig ausprobiert. Deswegen absolutes Flop-Produkt für mich. Dann habe ich mir auch wieder neue Deos zugelegt und zwar gab es da zwei neue Sorten von Balea. Einmal so eine bläuliche Variante und einmal so eine grüne. Ich probiere da ja immer verschiedene Sachen aus und diesmal hatte ich Lust auf andere Düfte. Da gab es aber keine Tester dazu. Und deswegen war das so ein bisschen tricky, ob die wirklich gut sind. Aber ich habe die einfach mal mitgenommen. Die kosten ja nicht viel und wenn ich den Duft gar nicht mag, dann sprühe ich wieder meine Schuhe damit voll, also in die Sohle oder so. Dann kann es da so einigermaßen irgendwie eine Deo-Wirkung noch entfachen. Und genau, es gab nämlich diesen einen Duft, das ist dieser blaue hier. Der riecht ganz arg seltsam. Also den würde ich euch nicht empfehlen. Wobei, vielleicht stehen manche drauf, aber das riecht wie so alte Oma-Creme fürs Gesicht. Ja? So richtig, keine Ahnung, vor 30, 40 Jahren oder so. Ja, so typische Creme eben von früher, so danach riecht es ein bisschen. Und das hier riecht sehr viel frischer, also die grüne Variante ist deutlich besser, finde ich. Das ist sehr frisch und hat auch so einen Duft wie frisch gewaschene Wäsche. Mit einem leichten Hauch Zitronengras oder sowas. Also das riecht sehr, sehr viel angenehmer und ja, würde ich das vom Duft eher empfehlen. Dann habe ich mir mal wieder was für die Zähne nachgekauft, beziehungsweise für den ganzen Mund- und Rachenraum, was ich super lange nicht mehr hatte und ich einfach immer gemocht habe früher, aber irgendwie vergessen hatte, das wieder nachzukaufen. Und zwar von Listerine, diese lilane Mundspülung. Die ist mein absoluter Favorit. Also ich finde die wirklich so angenehm. Ich liebe diesen süßen, scharfen, gemischten Geschmack einfach davon. Und es ist erträglich scharf. Es ist wirklich nicht so extrem. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit wird es ein bisschen zu intensiv. Gerade wenn man ein bisschen gurgeln will damit oder so, merkt man es dann schon, dass es stärker wird. Aber es ist noch relativ angenehm. Und ja, ich mag diesen Geschmack, falls man das so sagen kann, von der lilanen Variante ganz besonders. Und dann habe ich mir wieder mein liebstes mattierendes Puder nachgekauft. Und zwar von Catrice das Nude Illusion Loose Powder. Mag ich sehr gerne, hält mich länger matt als andere Puder aus der Drogerie. Und ich finde es einfach sehr, sehr gut. Mittlerweile haben die so einen pinken Sticker da noch drauf gemacht. Fixing and Mattifying. Also, ja gut, das war glaube ich vorher schon klar. Ich weiß jetzt nicht, ob sie was an der Formulierung geändert haben. Ich hoffe mal nicht, weil meistens, wenn Produkte ihre Formulierung ändern, wird es oftmals nicht so viel besser, eher schlechter. Deswegen hoffe ich, dass es noch gleich geblieben ist. Habe es allerdings jetzt noch nicht getestet, ob das irgendwie andere Auswirkungen hat. Aber ich schätze mal, sie haben einfach nur als Hingucker nochmal so einen pinken Sticker drauf gemacht. Dann habe ich einen meiner Nude-Nagellacke aufgebraucht. Ja, diese kleinen Dinger, die werden wahrhaftig ein bisschen schneller leer. Und den habe ich mir einfach mal wieder nachgekauft. Das ist von Trended Up, die Nummer 030. Und den habe ich auch gerade auf den Nägeln. Ist ein wunderschönes Nude mit so einem leichten Stich ins gräuliche, lilane. Ich finde das wunderschön. Und deswegen habe ich ihn mir wieder nachgekauft. Und dann kommen wir zum letzten Produkt und zwar zu diesem hier von Manhattan. Das ist ein Long Lasting Gel Eyeliner und eigentlich bin ich ja ein großer Fan von diesen Filz Eyelinern von zum Beispiel Maybelline. Der Master Precise, den mag ich super gerne, den nutze ich immer. Allerdings hat er jetzt nach ein paar Wochen bzw. ein paar Monaten doch immer weniger Farbe abgegeben. Und das hat mich dann schon gestört, weil so super günstig sind die nicht. Und ja, klar, die werden irgendwann leer, aber so häufig habe ich den auch gar nicht benutzt, weil ich benutze jetzt nicht im Alltag jedes Mal Eyeliner. Eigentlich mehr so einmal die Woche, dann am Wochenende oder so. Und dafür war er dann schon relativ schnell leer. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, ich kaufe mir so einen Gel-Eyeliner, dippe mit diesem Filz-Eyeliner da rein, kann das so leicht abstreifen und ziehe mir damit einfach meinen Wing. Also, und ich habe es ausprobiert, es klappt sehr, sehr gut. Das ist super günstig und selbst wenn der mal austrocknen sollte, meine Güte, ich glaube, der kostet 2 Euro und der hält irgendwie deutlich länger. Also ich hatte den schon mal vor Jahren und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis der ausgetrocknet ist und der war einfach super. Mir hat immer nur das passende Pinselchen gefehlt und dieser Filz-Eyeliner von Maybelline, der ist halt richtig gut. Also ihr könnt nehmen, was ihr wollt, aber probiert es mal mit dem hier und das ist matt und schwarz und das sieht so, so schön aus und hat eine sehr intensive Farbe und auch heute habe ich damit meinen Wing gezogen.
Und das ist jetzt so mein extra Gel-Eyeliner, den ich eben mit dem von Maybelline kombiniere. Ja, das war's nun mit meinem monatlichen DM-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!